Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von Train Sim World 2. Wir schauen uns heute mal ein bisschen, ja, was für Paint-mäßiges für den Flirt an. Und zwar kam ja mit der frisch erschienenen Schweizer S-Bahn-Strecke die erste Generation Flirt mit. Und da wird ja auch tatsächlich in Deutschland bei dem ein oder anderen Betrieb eingesetzt. Tatsächlich relativ viel so hier in dem Bereich. Und Abellio hatte tatsächlich welche davon. Na gut, das haben sie nicht mehr so viele, das ist korrekt. Aber wir denken jetzt einfach mal so, das würde jetzt so noch tatsächlich existieren. Und fahren eben auf dem RE16. Ja, jetzt, ich fange doch schon an, Spiel. Und fahren jetzt eben hier auf dem RE16 tatsächlich mal so eine kleine Runde. Was heißt kleine Runde? Im Prinzip ja eigentlich den kompletten, den kompletten Teil der Strecke hier jetzt halt in dem Fall. So, mal ein bisschen frische Luft. Finde ich jetzt dann doch nicht schlecht, ne? So, dankeschön. Genau, wir fahren nämlich, um mal einen kurzen Ablauf zu schauen. Hier über Hohenlimburg bis dann, der sich nach Fintrop. Das ist genauso grob irgendwie tatsächlich diese Strecke. Starten halt eben hier in Hagen. Genau, und das ist im Prinzip jetzt ein Szenario für den RE16, wo ich mal ein bisschen das Rollmaterial einfach getauscht habe. Weil so kurz in Anführungsstrichen nach Release gab es jetzt tatsächlich leider noch nicht so viel im Workshop. Deswegen, das heißt Workshop, ihr wisst, was ich meine, im Creators Club. Von daher musste ich mir da ein kleines bisschen helfen. Aber ich gehe mal davon aus, dass da tatsächlich bald auch noch ein kleines bisschen mehr kommt. Ist auch noch gar nicht so lange her. Das Ganze jetzt hier eben veröffentlicht worden ist. Von daher gehe ich mal tatsächlich davon aus, dass ich da irgendwann noch mal ein bisschen was eintrudle. Und die Leute immer so ein bisschen rumprobieren. Oh, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr. Auf jeden Fall Repaints sind schon einige vorhanden tatsächlich. Jetzt wäre eben auch jetzt in dem Fall. Also wir können auch mal ein bisschen rumschauen. Das ist vielleicht auch mal ganz spannend. Nehmen wir mal die Sicht hier vielleicht. Damit können wir jetzt ganz schön in den Zug rumfliegen. Also im Prinzip einmal das Abellio Repaint. Gut, die Zugbeschilderung, die denkt ihr euch gerade mal weg. Ansonsten hier dann halt eben natürlich nicht, also soweit ich es gesehen habe, nicht komplett natürlich die Ausführung, wie sie hier auch unterwegs war. Das waren zwei- und dreiteilige, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ist jetzt hier halt eben nicht der Fall. Ja, ne, das ist halt ein bisschen der längere, deswegen habe ich auch statt der teilweise zwei- oder dreifach Traktion verkehrenden Triebwagen gibt es halt im Prinzip jetzt genau den einen, damit wir von der Bahnsteiglänge auch irgendwie halbwegs hinkommen, aber ja, ne, so ist das halt eben. Also ich habe da tatsächlich ganz viele coole Fotos irgendwie gesehen davon und freue mich jetzt auch tatsächlich, das halt irgendwie hier so ein kleines bisschen fahren zu können. Genau, und wir werden auch im gleichen Laufe noch ein bisschen was irgendwie erleben, da das auch tatsächlich im Szenario ist. Was sonst mit anderem Rollmaterial gefahren werde, was tatsächlich auch nach der Abellio-Pleite tatsächlich spielt. Aber halt eben genau davon ausgegangen ist, dass da die DB schon übernommen hat. So, das heißt, wir machen einfach mal eine kleine Zeitreise und das wird schon passen. So, da können wir aber bestimmt von vorne jetzt ganz schön. Ja, schick, schick, ne? Da fährt er ja einmal lang, der Gute, ne? So, dann neigen wir uns auch schon wieder in die Kurve. Gut, gut. So, natürlich passt die Ausstattung hier vorne dann entsprechend auch nicht sonderlich gut, auch was ich sag mal, das Zugsystem oder sowas angeht, aber das sollte ja, glaube ich, klar sein, wenn man unterm Strich hier so ein bisschen Zugschummeleien macht. Oh, vielleicht 120, ist ja auch schön, ne? So. Wunderbar. Ja. Genau. Das ist so ein bisschen das Ding, aber unterm Strich machen wir das halt hier natürlich. So ist das dann eben. Ja, kannst du dich kümmern, aber ich glaube, wir haben trotzdem so ein bisschen Spaß hiermit. Also ich habe auch tatsächlich, wie gesagt, auch schon viel gesehen.
in die Richtung, dass Leute sich da Content erstellt haben. Das heißt, ich denke mal, da ist auch durchaus das Interesse halt irgendwie da, den Zug jetzt auch ein bisschen außerhalb seiner normalen Bereich halt irgendwie einzusetzen. Ja, ne? So ist das dann eben. Bin ich auch mal gespannt. Gucken wir uns jetzt auf die Karte. Also wir fahren jetzt auch ein bisschen. Oh, hier ist es ja von der Anlage her echt interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir schon sonderlich viel gefahren sind. So hier ist... Oh ja, da sind wir auch schon KI-Verkehr. Gut, da kommt mir was entgegen. Finde ich gut, dass ein bisschen was los ist. Was wollte ich gerade noch sagen? Ja, wahrscheinlich war es nichts Wichtiges im Zweifel, ne? Ja, du erzählst eh nichts Wichtiges. Du könntest aber generell still sein. Ja, so, Tatsache. Das ist irgendwie korrekt. Das ist, ja, knapp drüber, ne? Wegen dem interessanten VMAX-Einstellungen. Ja, sollte aber passen. So, trotzdem bis auf die Signale achten, da wir weniger an die Hand genommen werden. Also das Thema. Ja, sieht aber gut aus. Ach, schön. So, wollen wir es mit der Maus machen. So brauchen wir eigentlich ja, so ein bisschen Beleuchtung vielleicht. Dass, falls ihr hier nebendran sitzt, man muss sich ja mal vorstellen, ihr sitzt ja wahrscheinlich irgendwie hier daneben. Also jeder von euch, ne, sitzt dann quasi hier und hört mir quasi beim Fahren zu. Irgendwie gefühlt von der Höhe. Nee, eigentlich auch nicht wütend. Interessanterweise müsste das passen. Es sieht so hoch aus, ne, als ob wir so voll hoch beim Tisch sind. Ich meine, ich stehe jetzt auch gerade beim Moderieren, deswegen habe ich gerade gedacht, oh, passt ja irgendwie ganz gut, aber es ist scheinbar dann doch die Sitzhöhe hier, wenn auch eine relativ hohe Sitzhöhe tatsächlich. Sieht aber ein bisschen, sieht ein bisschen hoch aus. Gut, ich habe auch irgendwie immer sowieso Probleme, die ganz kleinen Anzeigen da auf dem Display und sowas zu lesen. Das ist immer so ein bisschen ein Thema, aber hey. So ist halt eben, ne? So, was sagen denn die Kilometer? 8 Kilometer, das ist ja eine gute Strecke hier. Ich dachte irgendwie, wir sind da bald da, ne? Wollen wir nicht viel machen. Nee, nee. Wir fahren ein bisschen, gut. Dauern ist es so, aber scheint ja dann durchgehend auch jetzt hier mit der Höchstgeschwindigkeit so zu passen. Aber wollen wir schon Kurven fahren hier? Dann haben wir doch irgendwo dann auch gleich den Gegenkollegen, wo ich echt mal gespannt bin, was denn da ist. Ach ja. Ja, das ist tatsächlich mal wieder ein Szenario aus dem Forum und nicht aus dem Creators Club, weil ich finde das halt irgendwie ein bisschen schade, dass die Szenarien aus dem Creators Club für die Bearbeitung gesperrt sind. Also ich finde generell bei den meisten Spielen, wo man, ich sag mal, Content von anderen Usern runterladen kann, finde ich das halt irgendwie schade, wenn man da nicht selber dran rumbasteln kann, sondern wenn da so ein, ich sag mal, eine künstliche Sperre dabei ist. Also ich kann mir halt zumindest grob vorstellen, halt irgendwie warum. Also dass das halt irgendwie vielleicht mit Updates oder Redownloads irgendwie so ein bisschen vielleicht ein Problem ist, aber ich würde halt theoretisch schon ganz gerne das Szenario, vor allem weil das auch in der Werkzeuge auftaucht, würde ich dann trotzdem ganz gerne irgendwie ein bisschen bearbeiten. Kann man ja im Train-Simulator halt auch, wenn es bloß halt das Rollmaterial austauschen ist. Guten Tag. Oh, Doppeltraktion hier. S-Bahn. Unterwegs. So, das heißt, wir halten aber auch nicht überall dann, oder? Ach, gute Frage. Theoretisch stand hier noch was von Einheiten abkoppeln, aber da wir jetzt ja nur eine, nur ein Triebwagen sind, sollte das, denke ich, halt irgendwie passen. Und ja, ich bleib dabei. Das ist die korrekte Bezeichnung dafür. Ja, vielleicht auch nicht. So, 12,2. Zählen wir eigentlich hoch die Kilometer? Sind wir schon so weit gefahren? Ja, Tatsache. Auf 4 Kilometer. Das heißt, ich bin mal gespannt, ob der Kollege, der da Bahnhof stand, schon raus ist oder nicht. So, sehr geehrte Gäste, wir erreichen in Kürze Limburg auf Bahnsteig 2. Das muss ich raten. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns von allen Reisen hier. Ziehen und aussteigen. Wir wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterreise oder noch einen schönen Tag. So. Wollen wir mal hier rollen. Und dann schauen wir mal. Das sieht aber ja ganz gut aus tatsächlich da vorne. Das ist ja der... Das ist ja nur das Hauptsignal. Okay, das heißt ja noch nicht viel.
Oh, ja, genau. Mit sowas habe ich nämlich tatsächlich gerechnet. Ah, ne, das sind gar nicht. Ah, doch, ne, wir haben trotzdem auch gelb. Gut. Dachte erstmal, ja, guck mal, wir haben Geld. Nee, das ist die Gegenrichtung. Ach nee, das sind doch wir. So. Ja, gut. Wir denken uns jetzt, dass wir das im Kopf, im Geiste bestätigen. So. Ist halt nicht mit dem ETCS ausgerüstet hier, ne? Das ist halt so das Thema. So, dann wollen wir trotzdem mal langsam hier ranrollen und uns zumindest mal grob an die PZB-Bremskurve halten. So. Müssen. Ah, okay, da ist das Signal. Hat sich ja ganz keck versteckt. Oh, ne, wir haben einen Pfad. Wir wären jetzt schon am 5-Terz-Magneten gewesen oder noch nicht? Ne, ich glaube noch nicht. Da können wir schon mal ein bisschen rausbeschleunigen. Ja, da wäre er gewesen. Gut, da können wir tatsächlich. Wir befreien uns im Geiste und fahren jetzt ein bisschen. Scheinen dann auf Signal zu. So, wunderbar. Dann haben wir es wirklich frei. Einfach. Das finde ich halt cool tatsächlich. Also, ja, es ist in so Miep. Ist es in Trainsim World tatsächlich halt schwierig, ich sag mal, komplexere Szenarien zu erstellen, was ich tatsächlich auch schade finde, weil ich extremst gerne so komplexe Szenarien fahre. Also ich bin da tatsächlich ein riesengroßer Freund von. Also auch im Train Simulator tatsächlich, da ist halt irgendwie, finde ich auch persönlich schade, dass einfach ein Großteil der Szenarien noch sehr simpel gestrickt sind, mit irgendwie freie Fahrt und fahren und gut ist. Ich habe da immer ganz gerne welche mit so ein bisschen einem Anspruch. Genau, deswegen, also wo einfach so ein bisschen was passiert, wo so ein bisschen Action ist, ne? Und das hat man halt leider, finde ich, nicht ganz oft. Also es gibt halt ein paar, und hier in Fantasy World ist es halt aktuell halt leider irgendwie noch wesentlich schwieriger, sowas zu erstellen, weil einfach die Möglichkeit natürlich anders ist. Ich glaube, da rede ich auch schon ein paar Mal drüber jetzt irgendwie, aber ja, ne, finde ich jetzt zumindest auch eine ganz gute Approximation, dass man so einen vorausfahrenden Zug oder sowas hat. So, der Ausstieg tatsächlich in Fahrtrichtung links. Habe ich doch gemacht. Zu spät, zu früh gemacht. Wollen wir das jetzt so machen? Ja, gut, ne? Magst du das so? Das ist auch nicht besser. Ja, gut, dann kriegen wir das auch, glaube ich, so ganz gut hin, hoffe ich mal. Ach, das war Sand. Ja, ich wollte auch. Ah. Ja, okay. Okay, es passt. Also ich hätte gar nicht so komisch beide Türen aufmachen brauchen. Das hat nur nicht im Kringel gedreht. Gut. Okay, da haben wir uns jetzt auch. So, in Limburg war das. So, sehr geehrte Reisende, ein recht herzliches Willkommen hier an Bord von der Belorel NRW auf unserer heutigen Reise. Mehr E16. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. So, hi. So, 90. Miep. Genau. Unser nächster halt auch schon in wenigen Minuten. Led Marte. Das ist wahrscheinlich auch sowas, wenn er da einen Engländer dran lässt oder sowas, da wird dir da so viele. Also. Es ist auch immer lustig andersrum, ne? Also wenn man jetzt selber im Ausland ist und hat irgendwie, ich sag mal, seine eigenen sprachlichen Gewohnheiten dann auf die dortigen Wörter bezieht. Und ich glaube, auch sowas wäre echt lustig, wenn da halt so ein paar T-Hs bei rauskommen. Ach, ist schon lustig. Oder allein schon, wenn er da wahrscheinlich einen Text-to-Speech-Programm drüber laufen lässt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das da ganz witzige Dinge tut. Und das dann halt hier auf eine englische Stimme halt einstellst. Das ist ja dann auch immer von der Betonung und sowas ja tatsächlich echt unterschiedlich, je nachdem, welche Anführungsstrichen Stimme man da benutzt. Led Mathy oder so. Keine Ahnung. Könnt ihr euch selber ausdenken, was da schön ist. So.
So, da wären es dann 100. Ja, weil wir das noch brauchen für die. Wobei, es sind auch noch ein paar Kilometer. Ist auf einmal auch mal Luftlinie, ne? So. Schön, schön nach vorne. Sind das wir? Ich weiß es nicht. Ich will mal gucken, ob denn der... Nee, okay, wir haben auf jeden Fall das... Weil natürlich auch die Frage ist, ob denn der Kollege schon so weit vorne ist, dass wir jetzt den nicht mehr da in die Quere kommen. Aber scheinbar ein bisschen nach vorne doch da Platz zu haben, dass wir da jetzt nicht mehr auf den anderen Zug auffahren, der da vor uns fuhr. So, Pferdefahrgäste, wir erreichen Lettmate jetzt in Kürze auf Gleis 3. Der Ausstieg hier in Fahrtrichtung links. Sieht zumindest so aus. So, steht ein Kollege geparkt. Oder bist du vorausgefahren und bist jetzt hier abgestellt, wenn man zur Überholung? Das könnte halt auch noch sein, ne? Ist halt echt die Frage, kann ich erkennen, ob der aufgerüstet ist und ob der dann... Der hört sich aber sehr aktiv an tatsächlich, ne? Ja, krass, einfach mal die... Wobei, wir sind ja in RE, wir sind ja nicht die bummelige S-Bahn, ne? So. Ist aber auch ein Haltepunkt hier kurz vor Ende Gelände, ne? So. Linke Türfreigabe und wir warten jetzt halt einfach mal eine Weile, ne? So. Achso, ah, Fahrgastraumbeleuchtung. Da. Ha, besser. Wird doch langsam ducken. Ja, das mit dem L stimmt ja schon mal fast. Let Mate ist ja irgendwie... Aber ich finde halt wirklich, das ist so selten hier in der Schweiz mit der Reihenbestuhlung. Auch beinfreiheitstechnisch anders. So, das ist die gute alte Vis-à-vis-Bestuhlung hier. Man kennt's. So. Dürfen wir dann eigentlich. Mal gucken. Zack. Ah, Tatsache. Wunderbärchen. Funktioniert alles unterm Strich ja trotzdem. Das finde ich gut. So, hier hätten wir es eigentlich laut Szenario irgendwie den zweiten Wagen abkoppeln müssen, was ja, ich sag mal, im Chainsaw World 2 auch nicht wirklich so technisch einwandfrei funktioniert. So, und dann begrüßen wir auch alle zugestiegenen Reisenden hier auf unserer heutigen Fahrt vom R16. Und ich darf sie im Namen von ABNWRT herzlich begrüßen an Bord. Unser nächster hat eine wenige Minuten Altina auf Bahnsteig 1. Okay, gut, man kennt's. Ne? Also ich war da auch schon, ne, war da noch nicht. Vielleicht mal durchgefahren oder sowas. Halt nur nichts Böses sagen, nicht, dass da alle Zuschauer, die daherkommen, das irgendwie persönlich angegriffen fühlen oder so. Ich will einen Satz formulieren, kann ich auch nicht, ey. Boah, was kann der überhaupt? Welche Zug fahren kann der nicht? Und da kann der nicht einmal reden, ey, boah. Was gucke ich denn seine Video überhaupt an bei Minute 18:40? Ey, was soll das überhaupt, ey? Ich schwör, schau den nicht mehr, ey. Disabo und Dislike, ey. Heute finde ich ihn ein bisschen schneller. Da komme ich schneller von der komischen Stimme da weg. Ne, es bleibt bei den 100. Gut. Da weckt man auch die Power der Zugspitzensignale hier. Gut, das wird halt langsam ein bisschen dämmerig. Aber dämmerig könnte aber auch so ein Ort sein irgendwo, ne? Irgendwo ein kleines, verschlafenes Kaff einfach. Ja, wo kommst du her? Ajo, du, ich komme aus Dämmerig. Aber die Frage ist, wo würde ich das denn jetzt ansiedeln? Oh, 80 Pleep, Map. Ja gut, dann gehen wir mal langsam runter. Dämmerig. Oh, er ist im Norden, oder? Ich bin da schwierig. Ich kann das nicht so sehr. Wollen wir aber auch mal die, ja, den da nachziehen.
Kann der auch 80? Der kann auch 80. Super. So, fahren wir durch das schattige Tal hier, ne? Oh, ich wollte echt 1 drücken. So. Bin ich... Ach, war der jetzt so lange Zeit, auf 80 zu kommen? Naja, GZ. Da vorne dann wohl. Naja, ist für die Fahrgäste ja bestimmt super, weil die später ankommen. Ja, ich sehe schon, die freuen sich. Jetzt sehe ich den im Augenwinkel an. Die finden das fantastisch. 10 von 10. Dass wir einfach freiwillig langsamer fahren, finden die super. So, Achtung, Tunnel. Krass, was sind das denn für so richtig kleine, schummrige Lämpchen? Ich wusste gar nicht, dass wir hier so einen langen Tunnel haben. Ich bin generell aber auch selten auf der Strecke gefahren. Das muss ich jetzt tatsächlich dazu gestehen. War jetzt bisher nicht in meiner Hot Rotation der Strecken drin. Aber passt halt tatsächlich jetzt ganz gut mit dem da, ne, Setting, was wir uns aufgebaut haben. Das ist immer noch 3,6. Ist aber auch nicht viel mehr. Halt ist ja nicht so, dass wir jetzt großartig durchfahren als RE, oder? Hm. Interessant. So, du wirst schneller als 80? Nee, da bleibt bei den 80. Okay. Das ist ja relativ geradeaus. Gut, wahrscheinlich kommt gleich die nächste Kurve des Todes oder sowas. Das ist wahrscheinlich schon ganz gut. Ich denke mal, da wird sich DB-Netze was dabei gedacht haben, dass die hier auf 80... Ist ja, liegt ja schon in den Aufgabenbereich, hätte ich gesagt, ne? Wenn man so eine fantastische Trennung bzw. Aufteilung halt quasi innerunternehmlich hat, dann... Aber es ist ja eher innerkonzernlich, ne? Weil dieser über verschiedene Unternehmen ja unterm Strich eigentlich hinweg in einem Konzern... Ach ja, Fachbegriffe waren nie mein Ding. Kuppeln und so, ne? Der 70 Miep. Da war gar kein PCB-Magnet. So, dann wollen wir noch 10 km/h runter, aber das reicht ja dann kurz für Ende. Kann ich denn einfach mit dem Geschwindigkeitsvorwahl quasi bremsen? Geht's bergauf leicht? Das hätte ich halt überlegt, ob wir halt einfach ausrollen lassen, aber wenn es berghoch geht, ist glaube ich schwierig, ne? Oh, hi! Tag, Kollege! Ja, ich lasse es trotzdem mal rollen hier. So, sehr geehrte Gäste, wir erreichen in wenigen Minuten Altena. Altena, jetzt habe ich es mal in jeder erdenklichen Art und Weise ausgesprochen. Der Ausstieg ist wahrscheinlich in Fahrtrichtung links. Vermutlich. Wir wissen es nicht genau. Da, wo dann die Türen aufgehen und wo der Bahnsteig zu sehen ist. Ich meine, so oft wie, ich sag mal, gefühlt vor allem im Regionalverkehr bei kurzfristigen Gleisänderungen im Zug die Fahrtrichtung, also der Ausstieg quasi falsch angesagt wird. Also man schaut doch da eh immer nach. Also, weiß ich nicht. Ich möchte mal unterm Strich die Sinnhaftigkeit von Fahrtrichtungsausstiegsansagen, möchte ich gerade mal ganz offiziell anzweifeln. So, nach dem Tunnel doch bestimmt gleich, oder? Es ist ja echt nur ein Schimmer. Ein Schimmerlein da, ja. Beim Tunnel machen wir besser ein bisschen Licht aus. So. Ach, da vorne. Ja, da wird wahrscheinlich früh dunkel. Aber ist ja generell ja so ein Talphänomen, ne? Wenn dann halt die Sonne so ein bisschen tiefer steht, dann hast du halt je nach Lage im Tal dann echt viel Schatten so den Tag über. So, und der Ausstieg ist tatsächlich in Fahrtrichtung links. Das ist ein kürzerer Bahnsteig. Ach, deswegen kommen wir hier wahrscheinlich nie mit der Doppeltraktion dran, kann das sein. So, 80 merken wir uns mal. Ja, ich bin nicht, also ich muss es mir nicht merken. Ich habe jetzt mal in die Geschwindigkeitsvorwahl Tempomat-Gedöns eingestellt. Altena in Westfalen. Da gibt es mehr davon. Ich muss echt kurz nach dem Bahnsteig halten. Na ja, gut.
Ich sag mal, wenn wir Mehrfachtraktion haben, ist das wahrscheinlich nochmal eher ein Thema. So, einmal aussteigen bitte. Ja gut, der hätte ich auch schon mal davor können. So ist das jetzt ja nicht. Schick, schick. Hätten wir denn da noch reingepasst mit einer... Ja, na, doch schon. Doch, schon. Da hätte noch gepasst. So, ach ja, dauert der Moment, ne? So, einen schönen guten Tag einmal die Fahrscheine. Ach nee, das war das andere Spiel, ne? Das war das andere Spiel. Ich erinnere mich. Was werfen die Leute denn so weg? Nix. Oh. Frisch ausgetauscht. Finde ich gut. So, Tür mal zu. Ich dachte, ich hätte so im Laufen. Klappt aber scheinbar nicht. Gut. Ich glaube, ich muss auch sagen, ich bin noch nie mit den Flirt 1 gefahren, wenn ich jetzt ehrlich bin. Kann mich jetzt nicht dran erinnern. Also klar, Flirt 3 ist immer ein Thema gewesen. Da haben sie jetzt auch hier in Bavaria recht viele. Ja, mal angefangen vom Süvex über Go Ahead. Also die sind ja relativ breit tatsächlich im Einsatz. Aber jetzt die hier bin ich noch nicht gefahren. Auch wenn die tatsächlich ja noch von ein paar mehr Unternehmen quasi betrieben werden. Und jetzt halt irgendwie nicht nur von Abellio eben. Naja, auf jeden Fall heiße ich noch die nochmal alle zugestehenden Reisen recht herzlich willkommen hier an Bord der Linie RE16. Wünsche eine angenehme Reise, unser nächster Halt. Werthol. Da werde ich Fahrgäste holen. Ha, ich hätte ihn anders formulieren müssen, den Witz, ne? Und dort von dort, wo ich Fahrkarten wert. Nicht Fahrkarten, wo ich Fahrgäste werthol. Nee, passt auch nicht ganz so. Maße der Linguistik auf jeden Fall mal wieder. Ja gut, da kannst du halt nicht viel machen. Da muss man halt ne? Gibt's halt keinen guten Wortwitz mit dem Kaff da. Ist in Ordnung, ne? Man kann ja auch nicht alles haben. So, dürfen wir denn mal wieder ein bisschen nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe da keinen Geschwindigkeitstäfel schon übersehen. Ne, aus, genau. So. Bestimmt auch angenehm leise dann so im Tunnel, wenn das auch gar nicht von den Tunnelwänden irgendwie reflektiert oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es ein super angenehmer Sound ist. Ja, deine Stimme ist auch kein angenehmer Sound. Mach das mal weg. Ja, okay, sorry. Alles gut. Aber ganz schön viele Tunnel. Ich glaube, ein paar... Also kommt mir jetzt echt nicht so krass bekannt vor, wenn ich ehrlich bin, die Strecke hier. Nur so irgendwie ganz grob. Naja, so. Kilometer Luftlinie. Was sagt denn die Kartenansicht? Wie viel, sehr viel Geschlenker hier, ne? Da schlenkert man schon gut durch die Gegend. So, das passt aber hier. Gut, gut. Heißt, wir können ja echt die Kilometer hochzählen, die wir heute fahren, ne? Auch nicht schlecht. Gut, sind es auch schon eine halbe Stunde unterwegs. Haben jetzt, glaube ich, so gefühlt noch nicht viel Verspätung aufgesammelt. Scheint da ganz gut zu funktionieren. Da kommen wir ja ganz gut durch. So, vorne, haben wir es gesehen oder war das einfach nur ein Licht von irgendwas? Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja gut, aufmerksam sollte man eigentlich immer sein, ne, als Fahrer. Oh, Kollegen auf jeden Fall, Lokzug, hi. Fahren die auch alle aufgebürstet? Ich kann mir wahrscheinlich eh nicht einstellen, ne, im Game, das ist wahrscheinlich so das Ding.
nächste, genau, die aus, durch den Tunnel. Der nächste, ne, war ja so wenige gewesen. Aber ich finde das irgendwie schön, dass wir, ich sag mal, mit der Sonne fahren. Dann haben wir A, nicht die Sonne, die uns entgegenblendet, ne. Kennt das ja als YouTuber und Gamer generell, ist man ja sowieso prinzipiell allergisch gegen Sonnenlicht und alles Ähnliche. Von daher ist es eigentlich eine ganz gute Sache, dass wir da jetzt nicht der Sonne entgegen fahren, sondern basically von der Sonne weg. Ein natürlicher Fluchtreflex eines Computerspielers. Genau. Die Frage ist, also ich frage mich gerade, ist das jetzt echt eher offensive so euch auch gegenüber? Weil wenn ich mich jetzt als Einzelperson beleidige, bin ich ja nur eine Person. Das ist jetzt ja nicht sonderlich viel. Aber ihr seid ja ein paar mehr. Das heißt, unterm Strich beleidige ich halt mehr Menschen als nicht. Na gut, das Zuschauer ist halt irgendwie alle, keine Ahnung. Schwieriges Thema. So, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Kilometer schon. Die ist ja auch schon mal gut. Also keine Bemerkung mehr über, keine Ahnung, Sonnenfluchkeller, was auch immer machen. Ach ja, schade. Die waren aber immer so unterhaltsam, Josh. Ja, ja. Früher waren deine Videos auch noch besser. Da hast du noch, keine Ahnung, weiß nicht, was da anders war, aber da war für mich was anders. So, war mehr frische Luft, der Josche Fensterspalt. Oh, basically ist es ja der Josche Fensterspalt, was wir hier machen, ne? Finde ich gut, dass wir das in dem Spiel auch machen können jetzt. Ja. Geht ja beim Train Simulator nicht. Also ganz klarer Pluspunkt für Train Sim World hier natürlich. In dem Duell wir können den ja schon Fensterspalt machen. So, 70. Map. So, da können wir auch wieder rollen, glaube ich. Ja, genau. Dann passt das, glaube ich, ganz gut mit dem Bahnsteig. So, sehr Fahrgäste. Wir nehmen unten erreichen Wehrtool. Auf Gleis 2. Wir verabschieden uns natürlich von allen Fahrgästen, die aussteigen, und wünschen euch noch einen angenehmen Abend. Ist ja fast Abend, 17.26 Uhr. So, dass wir die 17 nicht verpassen. Und der Rest ist ja dann von da runterbremsen, scheint ja machbar zu sein. Doch, aber der Teil sagt mir wieder ein bisschen was von der Strecke. Na, ich weiß es nicht. Ist auch so ungefähr so ein sehr guter Kopf wie, weiß ich nicht, gibt es ein klassisch vergessliches Tier oder so? Ein Faultier? Gibt es nicht sonderlich für seine geistigen Höchstleistungen bekannt, aber was ist denn vergesslich? Mein Eichhörnchen eigentlich auch nicht sonderlich. Die ist ja zumindest auch gefühlt von der Hälfte ihrer in Anführungsstrichen Beute, wo sie vergraben haben. Ich will jetzt auch kein Tiershaming betreiben. Ne? Ich will jetzt aber kein Tier irgendwie nur aufgrund seiner geistigen Fähigkeiten, die scheinbar etwas beschränkt sind, möchte ich jetzt auch nicht irgendwie in irgendeine Ecke drängen und da jetzt mich persönlich drüber erheben. Aber wir werden aussteigen, fahren Richtung links. So. Ich finde aber, da hätte man noch ein bisschen weiter durch können, ehrlich gesagt, ne? Ja, oder vorne ist zu eng der Bahnsteigbereich. Kann natürlich auch sein. So, und einmal aussteigen, bitte. Da kann ich wieder rumlatschen, ja. Das ist ein relativ langer Halt. So. Guten Tag. Hi. Guten Tag. Hallo. Bist du du? Das gleiche an, ne? Ähnliches Charaktermodell auf jeden Fall. So. Da kann man ja auch so Sachen wie Collectibles machen. Da kann ich nicht klicken. Schade. Für eine moderne, zuverlässige Bahn. Ja, vielleicht auch nicht. So, ja gut, wir steigen mal wieder ein hier, ne? Bevor noch kategorisch ausgeschlossen werden. Hier, so, es hat geplöppt. Scheinbar sind die Fahrgäste vom Interieur ein wenig, aha. Das Wort funktioniert. So, ihr müsst leider war. Es tut mir leid. Ja, cool wäre, wenn die Spiegel funktionieren. Das ist ja im Prinzip erstmal was, was ein Unreal Engine ja möglich ist. Ja, es ist ja klar, es funktioniert ja. Es gibt ja viele Spiele. Extrem viele Spiele, die mit der Unreal Engine und Spiegeln funktionieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt nochmal eine Performance
Ja klar, es ist performance-technisch ein Thema, ne? Aber für Systeme, die das aushalten, finde ich, kann man das anbieten. Ehrlich gesagt dafür. So, Plettenberg. Okay, wir kommen. Das Spiel finde ich schon cool. Also, dass das vielleicht jetzt im Train-Simulator nicht geht, damit, also, damit bin ich jetzt irgendwie fein. So, das habe ich verstanden. Das ist okay so. Aber ich finde jetzt hier in der Unreal Engine ist das ja kein Ding der Unmöglichkeit. Finde ich irgendwie ganz cool. Vor allem halt für sämtliche Fahrzeuge, die halt eher so regionaler betrieben sind. Also im Dojo zum Beispiel nutze ich ja ganz gerne die Möglichkeit, halt aufzustehen und halt aus dem Fenster rauszugucken. Ne? Mal quasi die Abfahrt gut zu überwachen, das Tür schließen und sowas. Gibt es auch einen Fachbegriff dafür, ganz sicher. Betriebsblick oder so. Habe ich schon mal irgendwo gehört. Oder Serviceblick, irgendwie sowas. Ey, gibt es auf jeden Fall einen Fachbegriff dafür. Also man guckt da damit da nicht, ja, und Türen und so, ne? Und hier bei sowas da kann man halt nicht rausgucken, ne? Also ich habe es schon ausprobiert, da kann man da ja nicht rausgucken. Was man natürlich theoretisch schon könnte, aber man kann es jetzt halt in-game nicht. Was ich mir auch schade finde. Also meiner Meinung nach sollte man das für alle Strecken nachrüsten. Jetzt Mama, Darlene, ich werde das Fenster zumachen. So, zumindest so. Ich würde es schon ganz gerne für die ganzen Züge nachrüsten, wo man auch wirklich aus dem Fenster gucken kann. Fände ich es cool, wenn man da auch wirklich aus dem Fenster schauen kann. Weil ich das irgendwie ganz gerne mache. Aber weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da nicht der einzige komische Typ bin, der das macht. So, ich würde jetzt hier ein bisschen zügiger voran, ne? Und halt bei Zügen, wo man das nicht macht, sondern mit dem Spiegel arbeitet, finde ich das halt cool, wenn der irgendwie funktioniert. So, der klappt sich ja dann wahrscheinlich aus. Stimmt, das ist ja bei den Flirt generell ein Thema. Ich kenne das ja hier von Flirt 3. Ja, auch in-game tatsächlich. Also im Train Simulator beispielsweise, da werden die ja auch ausgeklappt, ne? Ja, Tatsache. Von daher wäre eine schöne Sache. Weiß es aber auch nicht, wie das priorisiert ist und ob das jetzt einen großen Einfluss hat oder nicht. Ich meine, ich kenne mich jetzt zwar prinzipiell zwar mit Softwareentwicklung aus, aber jetzt mit Spiele und Spiele-Engines halt nicht wirklich. Ich kann mir halt aber vorstellen, wenn es in vielen anderen Spielen, also ich glaube schon, dass Reflexion einigermaßen mit vertretbarem Aufwand zu ermöglichen ist, tatsächlich, hätte ich jetzt mal vermutet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Unreal Engine so ist, aber in vielen Engines ist es ja auch eigentlich halt basically ja eine zweite Kameraansicht. Also im Endeffekt gibt es ja die Spielwelt, in der man sich ja hier befindet. Und dann gibt es halt einen Kamerapunkt, der sich jetzt halt hier befindet. Ne? Da kann ich jetzt halt die Kamerawinkel verändern. Ich kann den, heißt es Field of View oder Point of View? Field of View, ne? Ist ja, Field ist ja dann weiter. Den FOV kann ich ja quasi so verändern, indem ich so zoome zum Beispiel. Aber es spielt sich ja aus dieser Spielwelt ab. Und eine Reflexion, also eine Echtzeitreflexion, das ist ein Spiegel, ist eigentlich auch nur eine Kamera an dieser Position, die halt in diese Richtung guckt. So, ne? Das ist ja im Prinzip das Ding. Deswegen ist das ja auch performance-technisch so ein Thema, weil halt eben das nochmal ein kompletter zweiter Spielerender. Oh, hi. Als quasi ein komplett zweites, ja, Spielefenster quasi ist, was gerendert wird. Natürlich wird da ein bisschen was vereinfacht, du hast eine geringere Auflösung und sowas, aber es ist im Prinzip ein zweites Renderbild der Umgebung. Und je mehr Spiele man halt hat, desto mehr ist das. Man kann Spieldetails einstellen und sowas, aber ich vermute mal, das ist halt ein Konzept, was die Unreal Engine jetzt schon kann. Aber wie gesagt, ich lehne mich da nicht aus dem Fenster, ich bin da nicht into the topic, fände es aber irgendwie cool. Weil, wie gesagt, so ein Train Simulator habe ich so mit so einem kleinen weinenden Auge halt irgendwie mal akzeptiert, dass dieser Map, habe ich halt mit dem kleinen weinenden Auge akzeptiert, dass das halt nicht kann. Aber hier finde ich es halt irgendwie ganz schön. Weiß ich nicht. Fehlt euch das auch? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Nein, nicht mal Call to Actioner Schmutz. So, sehr vergessen, wir erreichen jetzt Plettenberg auf Gleis 2 der Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, ein Güterzug, den wir wahrscheinlich auch gerade überholen am sind. Oh,
Ich korrigiere mich, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ja, Tatsache, das sieht nach rechts aus. Gut. Viel zu viel für den Güterzug da begeistert, bin ich ein bisschen langsamer geworden. So. Hoffen wir mal, dass er jetzt auch den Ausstieg rechts irgendwie akzeptiert. Ja, es müsste ja passen. So, das sollte dann auch, glaube ich, unser letzter Unterwegshalt sein, wenn ich es richtig verstanden habe. So, natürlich ganz am Ende vom Bahnsteig, weil wir auch nicht irgendwie nur ein Triebfahrzeug sind. So. Und einmal rechts. Wunderbärchen. Ach, können wir mal wieder unseren Pflichtwalk hier. Da kann man auch ein bisschen. Wahrscheinlich denn die. Ja, okay, für ein paar mehr Sprachen, das ist korrekt. So, nicht, dass der Zug da ohne uns losfährt. Kann er gar nicht, ne? Wir sind ja. Jetzt habe ich hinbekommen, die Tür zu schließen. Ich war allerdings noch draußen. So. 80. Und dann ist da noch so ein bisschen Geschlängel. Okay. So, ich will jetzt in den Spiegel gucken. Und halt gucken, dass da gerade keiner beim Einsteigen ist und dann halt losfahren, ne? So, dann wollte ich auch alle zugestiegenen Reisenden hier nochmal recht herzlich willkommen heißen an Bord unserer heutigen Fahrt von RE16. Nach Finnentrop wünsche ich eine angenehme Fahrt. Unser nächster halt dann auch schon der letzte. Ich informiere mich natürlich rechts noch über den Anschluss, ansonsten schauen Sie einfach im DB-Navigator nach. Keine Ahnung. So. Zip. Sollen die Leute machen. Ein wenig Eigeninitiative ist ja auch nicht verkehrt. Jo. Hat man das Gefühl, da links, also dieser linke Bereich, da fehlt halt was am Dashboard, ne? Und da vorne irgendwie auch. Aber ich glaube, da kann man sich irgendwas reinklemmen, so was Buchmäßiges, wie es aussieht. Stimmt, die haben ja gar keinen elektronischen Buchfahrplan oder das hat da theoretisch rechts drin verwurstet. Ist das wohl so ein alles aufgeschlagenes Kursbuch? Auch nicht schlecht. Ja, okay, da ist dafür, glaube ich, auch da ganz gut Platz. Also als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, da fehlt doch aber irgendwas. Das Dashboard ist so leer, das kann doch nicht alles sein. Aber ja, doch, okay, scheinbar kann es das. Wird wohl schon so stimmen. Ja, okay, ich überschlage mal ganz kurz 50 Kilometer, so wird dann scheinbar gefahren. Kommt ja aber auch hin. Bei so einer, weiß ich nicht, geteilten durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von vielleicht so irgendwas zwischen 60 und 70 und jetzt noch dreiviertel Stunde. Ja, so grob überschlagen passt das irgendwie schon. Dann ist die Streckenkennzeichnung, ein Kilometer-Tiefelchen tatsächlich irgendwie da losgegangen. Gut. Oder schaffen wir es vielleicht noch halbwegs zeitig an den letzten Halt. Also wir dürfen auch gleich auf 100, das ist auch schon mal schön. So. So. Gut, dann haben wir noch 6,8 Kilometer. Das ist wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mit Schaleifchen hier drin. Aber halt dann doch auch irgendwie dem Wasser da folgen. Beziehungsweise dem, was das Wasser in den letzten Jahrtausenden so geografisch hier angerichtet hat. Ich vermute mal, dass das dann auch durch den Fluss irgendwie so ein kleines bisschen, ja, meistens Täler entstehen ja schon. Prinzipiell so. Sagt der nicht Geometrie-Profi. Da gibt es auch einen Fachbegriff dafür. Irgendwas mit Geo. Ach, ich... Einfach nicht erwähnen, wenn man was nicht weiß, Josh. So, Miep. Ich bin heute... Also, ihr könnt ja erzählen, wie viele
Ne, am Anfang habe ich leider nicht laut Miep gemacht. Ich habe am Kopf Miep gemacht, also hätte er erst laut zählen können, wie viele Zwangsbremsungen ich bekommen hätte. Wenn das alles so funktioniert hätte. Okay. Ja gut, jetzt haben wir da 85, da passt, da können wir ein bisschen rollen. Wollen auch nicht zu früh zu langsam werden, das muss ja auch nicht sein. Es geht vielleicht bergauf, habe ich das Gefühl, ne? Können wir den ja. So. So. Ah, okay. Ja, ich sehe da vorne ist ein bisschen. Es scheint ein wenig Kurvenradius technisch kleiner zu sein als der Rest. Boah, was habe ich denn da schön in der Sonne, ne? So, müssen wir für die Signale aufpassen. Dann könnte ja sein, dass wir in der Einfahrt gleich irgendwie noch einen Zug vor uns haben. Was, wenn wir uns noch entgegenkommt, ist ein Güterzug. Hi. Oh, aber den hatte ich, glaube ich, vorher schon mal parken, auch am Start gesehen. Diese pinken Container sind doch sehr. Ja. Machen wir hin hier. Wir dürfen 70 fahren. Und wir dürfen sogar 100. Hui. Ja, so viel Zug haben wir nicht. So. Gut, die Leute wollen ihren Anschluss kriegen. Vor allem, wenn der Zug heute außerplanmäßig schon hier endet und nicht noch weiterfährt, dann ist das natürlich für die Leute sehr tragisch. Kann ich nachvollziehen. Ja, ist halt immer so das Thema, wenn halt der Zug irgendwie ausfällt oder früher wendet, ist das irgendwie. Ist es selten eine coole Sache. So, 4 Kilometer, das ist die Gegenrichtung. Ach ja, ein Dümpel war da nochmal ganz gemütlich hin. Und dann passt das, glaube ich, schon ganz gut. Also, ich fand es nicht ganz cool, auch mal das Repaint hier zu fahren. Gibt es jetzt auch immer mehr. Also, ich habe so das Gefühl, es wird auch mehr Content jetzt halt eben erstellt, seit es den Creators Club gibt. Einfach, weil halt auch die Verteilung halt einfacher wurde, weil es halt direkt ins Spiel integriert wurde und du hast halt nicht nur die Möglichkeit, das eben für PC-Spieler zu machen, übers Forum, sondern halt ein bisschen anders. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so halt wesentlich mehr Content halt entsteht. Sieht man auch schon an den hunderten Seiten, was da denn schon ist. Und was ich rausgefunden habe, was ich auch tatsächlich gar nicht gewusst habe, ist, es gibt halt einen Pendant, also eine Webseite dazu, für den Creators Club und da hat man dann auch wirklich ein paar mehr Möglichkeiten zu suchen, zu filtern und sowas. Dass man eben nicht nur abhängig ist von dem, was man da in-game hat von der Suche, sondern dass das halt so ein bisschen, also hat man mehr Möglichkeiten zu filtern, zu suchen, zu sortieren. Also hat ein etwas ausgeprägteres User-Interface als jetzt diese in-game-Integration. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Also darüber kann man dann auch tatsächlich ganz gut die Repaints abonnieren und das wird auch tatsächlich dann eben synchronisiert, halt eben über den Account. Das heißt, da meldet man sich dann eben auch mit seinem Dovetail Live Account an und kann dann halt eben über die Web-Oberfläche sich da, wie ich finde, ein bisschen komfortabler und vor allem mit Sucheingabe. Also das finde ich halt tatsächlich das Gute. Du kannst halt eine Stichwortsuche machen. Also angenommen, du suchst jetzt irgendwie, keine Ahnung, Flixtrain oder sowas, da findet man das halt irgendwie da ganz gut. Ja, also irgendwann werde ich auch noch so ein paar weitere Tags ganz cool, dass man eine Strecke oder sowas filtern kann, also worauf man dann fährt und ach, solche Geschichten, aber das Ganze ist noch in der Beta. Wie gesagt, das mit der Webseite finde ich echt eine ganz coole Sache. Ja, weil ich sonst von dieser ausschließlich neueste und beste Sortierung fand ich so ein bisschen, boah, muss ich schon sehr weit durchklicken, vor allem halt auch eben durch Bereiche. Ich meine, ich als jemand, der sich jetzt für so, Miep, der sich jetzt halt eben für Bahn halt vor allem hier so im mitteleuropäischen Raum interessiert und ich sage aber jetzt explizit nicht sonderlich so krass für die ganzen britischen Bahnen. Natürlich kommt wow, Dovetail Games daher, deswegen natürlich auch viele Fans dort, deswegen gibt es auch noch extrem
viele britische Strecken und Co. Aber boah, ist halt jetzt eben nicht mein Interessensgebiet. Von daher ist es halt so ein bisschen, boah, sich da überall durchzuklicken. Und das ist, was halten wir denn hier vor? Das ist ja kein Bahnsteig für uns. Welchen Bahnsteig halten wir denn dann? Einem Ort Filmtruppgleis 2. Das ist halt nicht Bahnsteig 2, ne? So, das ist auf dem dritten. Das war frei, ne? Oder warten wir auf den Gegenzug? Mal gucken weiter mit uns fort. Nicht, dass wir noch die Türen öffnen müssen. So, unser Gefahrengäste wegen einer Fahrzeug. Ne, keine Ahnung. Sag nicht die. Also der Marker kommt auch eh nicht weiter. Ja. Sonst noch Wünsche? Ich stehe hier. Hallo. Ah, ich muss drüber hinwegfahren. Okay, wir kriegen auch keine Einfall in den Bahnhof. Das übernimmt der Kollege. Natürlich, wir wurden hier abgelöst. Das muss man so sehen. Ja, okay. Wir haben das prinzipiell halt genauigkeitstechnisch ganz gut gemacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs. Ich habe wieder einen Screen einschalten. Zuschauen fürs dabei sein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ich versuche das zu verlinken, was ich hier heute gefahren bin. Dann macht's gut. Tschüss.